Besteht unsere Gesellschaft nur noch aus Falschdenkern, Flachdenkern, Dummdenkern und Garnichtdenkern? Nun ja, also manchmal könnte man schon den Eindruck gewinnen, ne? Und dann gibt es ja noch die da oben schwirrenden Experten, die alles wissen und die dann die entsprechende Zensur durchführen müssen, damit alle diese Falschdenker, Flachdenker, Dummdenker und Garnichtdenker diese Beiträge eben nicht ins Netz stellen können. Ne? Ja, und diese Experten, die ernennen sich einfach selbst. Das sind keine Lehrer, das sind auch keine Akademiker. Vielleicht haben sie ein gefälschtes Diplom in der Tasche. Oder ja, vielleicht haben sie auch Abitur gemacht. Vielleicht haben sie eine Berufsausbildung. Vielleicht sind sie auch einfach nur Angestellte in einer Agentur für Faktencheck. Soll man ja gutes Geld mit verdienen können. Ne? Oder sie sind in einer Agentur tätig für Klimakleben oder so. Passt nicht so, ne? Nee. Also Falschdenken, Flachdenken, Dummdenken und Garnichtdenken sind meine Feinde als Lehrer. Ich bin sozusagen der Faktenchecker für diese Disziplin, staatlich legitimiert. Und wer mich delegitimiert, delegitimiert sozusagen den Staat. Ja. Manchmal ist es aber leider so, dass diejenigen, die an der Basis tätig sind, die also Fakten checken als Lehrer, die herausfinden, wo die Falschdenker, Flachdenker, Dummdenker und Garnichtdenker sind und denen das auch sagt. Ja, manchmal ist das so, dass es nicht erwünscht ist, weil irgendwelche selbsternannten Experten, die eben keinen Lehrerabschluss haben und auch kein DiebelInc oder so was entsprechendes, Masterabschluss oder ähnliches, da denkt man ja immer, diese Leute, die wären schon irgendwie ein bisschen geschult, logisch zu denken. Aber so die letzten 3 Jahre haben mir doch eher gezeigt, dass man viel Lebenserfahrung braucht, um logisch zu denken. Dass man auch viel Menschenkenntnis braucht, um logisch zu denken. Dass man auch schon mal sehen muss, dass manche Strukturen, die sich hier so etabliert haben, überhaupt nicht zielführend sind, um zu einem richtigen, guten Ergebnis zu kommen. Und von daher, ich arbeite natürlich weiter hier unten an der Basis und sorge dafür, dass Flachdenken, Falschdenken, Dummdenken und Garnichtdenken nach Möglichkeit unterbleibt. Also erfahrene Lehrer wissen, in ihrer Klasse haben sie vielleicht 2 bis 3 Schüler jeweils, die wirklich diesen Anspruch erfüllen, dass sie irgendwann mal denken, selbstständig, kritisch und dann auch in die Welt rausgehen und hoffentlich verantwortliche Posten bekleiden, dass dann auch bei kommenden Generationen so ein gewisser Anspruch bestehen bleibt, richtig zu denken. Logisch zu denken. Also nicht irgendwie sich ein Detail rauszupicken und dann eine Gleichung zu lösen oder so, sondern komplexe Probleme anpacken zu können, wo viel reinspielt, wo viele Leute dran arbeiten. Und deswegen, also ist mir zum Beispiel Querdenken auch viel lieber als Falschdenken, Flachdenken, Dummdenken und Garnichtdenken. Ne? Ist doch logisch, oder? Also ich finde, dass diese Disziplinen jetzt endlich mal angegangen werden müssen. Und wenn die Querdenker mit Reichsbürgern schon mal gleichgestellt werden, ist das auch schon so eine Form von Flachdenken und Dummdenken. Und ich finde, das sollte entsprechend quittiert werden mit Kommentaren, mit Widerspruch, mit Abwahl, mit allen Mitteln, die uns als Bürger zur Verfügung stehen, damit wir nicht mehr täglich konfrontiert werden in Medien und Politik mit, ja, da auch, ja, natürlich, ja. Flachdenken, Dummdenken, Garnichtdenken, jetzt habe ich schon irgendwas vergessen, ne? Aber Sie wissen ja, was ich meine, also bleibt dran, wir stellen es richtig.